Rostock. Doch heute lege ich für dich die Karten. Ich wünsche dir erstmal frohe Ostern. Frohe Ostern, das ist jetzt hier der Osterspezial. Also, ich hoffe, ja, ich hoffe, dir geht's gut. Hast du schöne bunte Eier gefunden? So, und wir schauen jetzt, was erwartet dich? Wir haben jetzt schon die 9. Konzentriere dich. Konzentriere dich, was sollst du hier auch wirklich wissen? Da ist wirklich ein Neuanfang da. Wie gesagt, Neuanfang, hier ist auch wirklich Zeit. Also es geht darum, vielleicht schon lange Zeit ist hier so irgendwie eine Unruhe. Es geht auch darum wirklich hier, dass, wie gesagt, das hier, ne, also etwas karmisch ist, was du anschauen sollst. Auf jeden Fall geht es hier wirklich darum, dass man hier auch, ja, wie soll ich sagen, dass man auch die Hoffnung für die tiefe Liebe noch da hat. Also es sind hier noch Verstrickungen. Trotzdem sehe ich hier schon mal, wie gesagt, also die, ich sehe hier die Sehnsucht. Sehnsucht nach einer Treue von deinem Herzensmenschen, dass er dir da seine Treue zeigen kann. Ich sehe hier die Wunscherfüllung und ich sehe jetzt hier, auf jeden Fall geht es hier darum, also, dass hier etwas sich entwickeln wird. Die tiefen Gefühle sind da. Es geht hier wirklich darum, das Herz zu öffnen, die für die Romantik von Herz zu Herz, die Kommunikation und natürlich auch hier zeigt sich noch mal hier der Wunscherfüllung. Also der Stern ist immer super, ne? Der Stern ist immer super, immer wundervoll und wir schauen jetzt mal, ja. So, wir legen die Karten aus, ja. Was kommt denn hier? Ja, wir schauen jetzt noch mal. So. So. Die Lemon-Karten sind ja immer 9 Stück. Ne? Wundervoll. Ne? Wundervoll. Ne? So, guck mal. 2, 4, 6, 8, 9. 9, ne? Also 9 Karten. Also 4 mal die 9 ist 36, ne? So. Ja, jetzt passt das wundervoll. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich hier für dich natürlich diese Botschaften überbringen kann. Apropos, hast du schon das Osterspezial geschaut? Also das ist wirklich eine kleine Osterei für euch. Ein Präsent findest du in meinem Shop. Und das ist wirklich wundervoll. Ja, wundervoll. Denn nutze auch die Chance, also wirklich mit mir in Kontakt zu treten. Ich freue mich total. Ja. So, wir machen das weiter. Ne? So, wundervoll, 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 wundervoll. So. So, ich habe hier die Wunscherfüllung. Hier ist der Ring. Der Ring symbolisiert hier für mich, ja, das ist immer, also wirklich dieses Nonplusultra. Du kannst dich freuen, denn das sagt für mich, das ist nicht vorbei. Du guckst zwar hier erstmal, denkst, wird es was oder wird es nicht? Also der Brief ist da, allerdings du weißt jetzt nicht, vielleicht denkst du auch nach, soll ich über Oster jetzt für den Herzensmensch schreiben? Also auf jeden Fall guckst du hier in den Neuanfang um das Ankommen in der Geheimnis. Also ich denke schon, dass das hier eine Rolle spielt. Auf jeden Fall. Ne, dass du auch dich mehr da fokussierst auf den Neuanfang, auf das Ankommen. Es geht hier wirklich darum,
es geht hier wirklich darum, du kannst dich freuen, hier ist der Herzensweg, trotzdem sind hier noch Ängste und es ist hier noch trotzdem die Blockade da. Also hier ist auf jeden Fall, ist hier das Glück, im Außen, ja, und es geht wirklich um Herz, um die Liebe, auch was, wenn das jetzt blockiert ist, vielleicht auch durch deine Angst, trotzdem ist die Anziehungskraft, es ist hier, dass sich das auch ganz schnell entwickeln wird und was ich jetzt hier auch sehe, also ich sehe hier den Schlüssel, dass sich da auch wirklich alles wiederfindet, ne? Also das sehe ich schon positiv. Hier dein Herzensmensch, schau mal, er schaut in der Wunscherfüllung, das ist doch schon mal gut, trotzdem ist er energetisch ziemlich unten, also es kann sein, dass er ziemlich unten ist, aber du kannst dich trotzdem freuen, also so schlecht sieht es gar nicht aus, ist noch nichts verloren. Also Wunscherfüllung, tiefe Gefühle, Romanze, also von Herz zu Herz und natürlich geht es hier auch darum, wirklich das zu erkennen. Im Unterbewusstsein sehe ich hier die Treue, die Loyalität, ich sehe hier schon, also hier die Sehnsucht und ja, dass sich das auch wirklich gut, super gut entwickeln wird. Also wenn jetzt hier noch Verstrickungen da sind, ja, es geht hier wirklich darum, also wenn auch Verstrickungen da sind, diese tiefe Gefühle sind da, was ihm vielleicht unruhig machen. Also er hat noch Hoffnung, was ich jetzt hier sehe. Also es zeigt sich hier definitiv nochmal, dass es noch Zeit braucht. Aufbruchstimmung und ich sehe jetzt hier, ja, dass das noch so blockiert ist bei ihm. Er hat noch Angst, enttäuscht zu werden. Also er hat wirklich Angst, enttäuscht zu werden. Ne? Also wir schauen jetzt weiter, wie entwickelt sich das. Also Liebe, oh, es wird beständig. Anziehungskraft, puh, die Universum spielt dabei. Für dich, oh, du hast Karma. So, dein Herzensmensch, die Maske an. Wie geht's denn weiter? Glück? Aha, ja, wird cool. Und der Brief kommt von deinem Herzensmann. Super! Ich hoffe, du hast dich hier wiedergefunden. Wenn das der Fall war, freue ich mich sehr. Schreib auch gerne in die Kommentare. Ich wünsche dir frohe Ostern und sage bis ganz bald.